Und es geht weiter zum Endboss und Darlene ist auch wieder mit dabei. Yay! Da freut er sich immer. Ja. Ach so, ja, stimmt. Erst Kristalle rausnehmen. Weil sonst ist das Vieh, glaube ich, unbesiegbar, wenn ich mich nicht irre. Keine Ahnung. Und ich bin tot. Ich sag doch, ich bin One-Hit. Das ist sehr amüsant, dieses Spiel. Ja. Dieser Boss. Nimm ihn, nimm ihn! Ja, jetzt bin ich tot. Ja, das kann was werden. 25, 30 Minuten? Nein. Kannst du nicht. Schaffst du nicht. Das ist selten schlau, so. Ja, ich bin gesprintet und dann konnte ich nicht mehr stoppen. Oh Gott. Und meine Nase. Ich will nicht jetzt niesen. Oh oh. Nimm! Nö. Doch, nee. Also wenn ich eins genommen habe, dann muss ich sofort speichern, weil sonst habe ich ein Problem. Das ist amüsant. Oh je. Nein. Ich dachte nicht, dass ich wirklich One-Hit bin. Wofür brauche ich jetzt Medipacks? Bin ich? Ich hätte so viel verschwenden können an Medipacks. Speichern! Nein. Weil ich sofort tot war. Weil ich das Ding. Ich hörte, wenn der schießt. Und. Ja. Scheiße. Es ist auch schlau. Wie schaffe ich es, diese Dinger zu nehmen? Ich kann ihn. Oder kann ich den betäuben? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ey Gott, ich hasse diesen Boss. Erwähnte ich das schon mal? Nee, ich glaub nicht. Dann betäuben wir ihn mal richtig. Und. Oder auch nicht. Das ist wirklich interessant. Ich weiß, dass man ihn betäuben kann. Aber er muss ihn beschäftigen. Also du musst die ganze Zeit schießen eigentlich. Ja, ich habe ihn betäubt. Ich habe es gehört. Okay. Gut. Nummer 1 haben wir. Oh je. Das kann heiter werden. Und da war er wieder down. Ja. Mit der Desert Eagle musst du nur 10-mal schießen und dann ist er betäubt. Ach, da steht er sogar noch. Jetzt habe ich verkackt. Gut, dass ich nicht gespeichert habe. 10-mal, das ist eine gute Info. Ja. 10 Treffer, ja, 10 Treffer. Dann geht er zu Boden. Ist betäubt und dann musst du sprinten, am besten weit weg von der Spinne, also. Ja, natürlich, ja. Und dann Artefakt einsammeln immer. Ah, yeah. Das heißt, du bräuchtest, um die Artefakte zu holen, 40 Treffer. Halt, um das halt zu schaffen. Und dann halt noch, um ihn danach zu töten. Oh Mann. So. So.
läuft ja doch relativ gut. Nach den Anfangs-Fails. Mhm. Ja, ich bin aber selber noch auf die Idee mit dem Betäuben gekommen. scheiße, das war ein Schuss zu wenig. Oder so. Ja. Das war gut gesprintet. Äußerst gut. Voll in den Tod gesprintet. Ach, das schaffe ich ja oft genug. 1, 2, 3, bla. Und hinter. Lauf. Einsammeln. Einsammeln! Nein! Lara! das, na, verzweifelst du gerade? Das war, glaube ich, mein Tod. Oh, nee, ich lebe noch. Oh. Ich glaube, du bist tot. Hey, gut erkannt, Sherlock. Das war's? Das war ein bisschen lame. Das war jetzt ein bisschen wirklich lame. Findest du nicht auch? Ein wenig, irgendwie. Das war alles? Jetzt habe ich mir... Ich hatte ja kaum was zu lachen. Das war jetzt wirklich das lame. Fies. Da waren andere Bosse viel schlimmer. Jetzt mal ohne... Hallo, ich hatte kaum was zu lachen. Manu. Ohne Witz, das war viel zu langweilig. Das war wirklich... Ja genau, Lara, zieh dich in den Block hoch. Das macht Sinn. Lame! Extrem. Na gut, wäre ich nicht auf die Idee mit dem Betäuben gekommen, hätte das echt noch weiter... Ja. Oh. Da hättest du noch was zu lachen gehabt, ein bisschen. Aber... So ist ja doof. Das fiel mir ein, weil man es einfach nicht schaffen konnte, hinzusprinten und es aufzunehmen. Sonst wäre ich, glaube ich, wirklich nicht drauf gekommen. Oh, ich dachte jetzt, ich sterbe. Und... ach so, man kann auch so rumlaufen. Das war wirklich lame. Das ist der Endboss von dem Director's Cut schwerer. wo muss ich eigentlich hin? Keine Ahnung. Ich würde einfach mal da weiterlaufen. Nach da oben muss ich. Könnte sein. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis, also... Warte. Ne, du brauchst nicht nachgucken, ich finde das schon raus. Ich will dann nur... Ich will nur schlau sein dann. Da oben Hangelzeug. Ich glaube, ich bin runter. Das Runterfallen war das Falsche. Und halt dich fest. So. Jetzt freut sie sich noch. Was soll denn da noch kommen? Das könnte lustig werden. Diese Schadenfreude. Oh, das ist eine Hand. Oh oh. Ich will gar nicht weiter. Jetzt habe ich Angst. Nee, ich sag dir nicht, was da gleich noch kommt. Es könnte lustig werden. Es könnte. Nein! Oh. Da war ich, dachte, ich fahre jetzt runter. Oh.
So, hoch hier? Du sollst hoch da, Lara, sagte ich. Das will sie aber nicht. Doch, will sie. Siehst du. Doof. Mach mir doch nicht alles kaputt. Und jetzt? Ich sehe gerade gar nichts mehr. Doch. Ich sehe weißes Zeug. Schnee, ja. Yay, Schnee. Ach, da drüben. Boah, ist die Plattform immer schlecht einsehbar. Wenn man so auf den Hintergrund guckt, die versteckt sich fast da drin. Da ist eine Plattform? Da, ja. Oh ja. So. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, dass das jetzt lustig wird. Dass du noch ein paar Mal stirbst. Habe ich wenigstens was zu lachen noch. Mal sehen. Was kommt denn da noch? Ach so, den Typen. Der tut mir aber nichts. Doch, was? Oh Gott. Warum sind die auf einmal gegen mich? Der tut mir nichts und auf einmal schießt er doch. Ja, genau. Sie haben sich verschworen. Aber eigentlich sollten die schnell. Nein. Sollten die schnell down gehen. Oh Mann. Was ist mit Flammenwerfer-Typi? War es nicht, dass der erste, den ich getötet habe? Nein. Sicher? Ja. Was kommt da? Oh Mann. Ich guck trotzdem nochmal weiter, was hier ist. Der eine Typ hat ein Medipack verloren. Medipacks sind mir sowas von egal gerade. Ach Mann. Ein Heli! Der gleich auf dich hinabstürzt. Das wäre cool. Das Tor ist nicht offen. Fail. Ups. Stirb! Flammenwerfer-Typi! Ach Mann. Da ist, warum bringst du immer meine Freunde um? Da läuft noch irgendwer rum. Aber ich sehe ihn nicht. Warum bringst du meine Freunde? Hä? Wo bist du? Ach da! Was ist das jetzt? Wie viel hast du umgebracht? 5? Weiß nicht. Ein paar. Warte. Zwei. Zwei Flammenwerfer. 5, 6 Stück. 3, 4 von denen. Ja. Ach, der Flammenwerfer war trotzdem böse beim ersten Mal. Hä? Und das Tor ist immer noch zu. Freunde umgebracht. Das Tor ist immer noch zu. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Das Tor geht auf jeden Fall auf, oder? Keine Ahnung. Was sollte der Knopf denn sonst machen? Das macht sonst keinen Sinn. Was macht der Knopf? Lauf zum Dingers, zum Hubschrauber. Ernsthaft? Das Tor ist zu, das macht keinen Sinn. Nö. Irgendwo. Okay, das ist komisch. Irgendwas muss ich übersehen haben. Ich springe jetzt über den Zaun, weil ich es kann. Hoffe ich. Sieht nicht so aus. Ja, unsichtbare Mauer. Yay, ich liebe dich. Nicht. Doofe Mauer. Gekackenmauer. Als ob ich eine Mauer lieben würde. Nee. Ganz sicher nicht. Dafür habe ich andere Personen. Yay.
Andere Person? Eine Person. Andere Person. Ja, genau. Wie das schon wieder klingt. Mann, wollt ihr mich verarschen? Da liegen ein paar Sachen rum. Ja, das hat EJ Money. Und was bringt mir das? Ich krieg das Tor nicht auf. Ja. Wie viele Fackeln habe ich jetzt in diesem Part verschwendet? Lol. Zwei? Nee, das ist bestimmt schon die dritte oder vierte. Oh. Und alles nur, weil das Tor nicht offen ist. Ich geh nochmal in diesen einen Raum rein, da. Genau der. Weißt du, ich habe hier aber nichts gesehen. So. Der hat auch nichts liegen gelassen? Ich fühle mich verarscht. Ich glaube nicht, dass du da hoch kannst, also. Du kannst, glaube ich, nirgends hochspringen. Also versuch es gar nicht erst. Die haben geschrieben, wenn der Hubschrauber gelandet ist, dann geht das Tor auf. Hä? Hallo? Ja. Lasst mich rein. Hallo? Nee, sie wollen dich da nicht haben. Dann lade ich noch mal. Das kann's ja nicht sein. Jetzt bringen wir nur den um und laufen falsch. Du wirst gerade abgeknallt, kann das sein? Ist mir sowas von egal. Oh, da kommt noch einer. Ja, bis der hier ist. Geht doch. Ich hab doch gehackt. Komischer Bug. Sie hat ihn umgebracht. Warum haben die einen Heli, der schießen kann? Das ist schon wieder... Aber trotzdem war der Boss viel zu einfach. Ein wenig. Da habe ich selbst bei dem Gifttypen in Süd... Pazifik länger gebraucht. Das würde ich fast behaupten. Und da habe ich, glaube ich, ziemlich rumgeflucht schon. The End. Das war's also. Ja, anscheinend. Das Team. Tom Scott Dings. Ist überhaupt der Typ dabei, der das Team überhaupt tun wir da erfunden hat? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Also, das war's dann mit Tomb Raider 3. Als nächstes kommt der Director's Cut natürlich. Ich hoffe, dass Darlene dann auch wieder dabei sein wird. Kann ich machen. Den habe ich noch weniger in Erinnerung als dieses Spiel. Das kann ja lustig werden. Besonders weil es schwer war, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall jetzt noch die Credits zu Ende laufen lassen. Spieletester. Ich hätte das Spiel verflucht, wäre ich der Tester gewesen. Besonders hätte ich es auf der PlayStation testen müssen. Das ist ja noch schlimmer.
Ich habe ganze 16 Secrets gefunden. Wow. Oha. Und 12,5 Stunden. 12,5 Stunden? Das ist aber nur die Zeit ohne Sterben und alles. Ja, okay. 21,5 Medipacks. 2000 Schüsse ging daneben. Und fast 72 Kilometer bin ich gelaufen. Oha. In dem ganzen Spiel. Und ja, nicht einmal war sie aus der Puste. Also, auf jeden Fall war's das dann, wie gesagt, mit Let's Play Tomb Raider 3. Wir sehen uns dann im Director's Cut wieder und bis dahin, ich bin euer MK Indiana Jones. Ciao.